Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir die American Handcuff Fußschellen in Schwarz. Wir kommen zunächst hier zur Beschriftung. Wir haben hier auf dem Bügel aufgebracht American Handcuff Co. Fond du Lac WIS. Ansonsten haben wir WIS wäre Wisconsin, MIS Minnesota, nein, WIS Wisconsin, genau. So rum ist es richtig. Ansonsten haben wir hier auf diesem Modell keine weitere Beschriftung. Lediglich hier auf der Rückseite etwas selbstgemachtes TR3. Ganz leicht eingeritzt. Wir haben hier die typische American Handcuff Form, einen sehr eckig ausgeprägten Schlosskasten. Dieser Schlosskasten ist hier mit insgesamt 4 Nieten verschlossen. Diese sind beide auch recht erhaben und gut zu fühlen. Weiterhin haben wir hier einen kleinen Niet eingebracht zur Halterung der Schlossfalle und einen weiteren kleinen Niet hier für den Bolzen im Schlüsselloch. Ansonsten haben wir bei dieser Fußschelle eine gewisse Dicke, die sie aufweist, hier am Schlosskasten. Und wir sehen es hier ganz gut, ganz vorne. Wir haben hier zwei breite Außenstücke, die sich dann hier auch im Fußschellenflügel weiterführen. Und ansonsten 1, 2, 3, 4, 5 schmale Bleche, die hier zusammengesetzt wurden und entsprechend den Außenteil des Schlosskastens bilden. Hier schon recht stark abgeschliffen, hier auf dieser Seite und sogar noch gut ertastbar. Weiterhin haben wir hier in der Fußschelle selbst einen Drehwirbel. Dieser ist sehr hochwertig gefertigt, hat nur leicht Spiel, ist komplett drehbar. Und dieser mündet dann hier in der Kette mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Kettengliedern. Jedes Kettenglied ist auch verschweißt. Und die Kette hat hier auch eine gewisse Dicke und Stabilität. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, die Zuführung zum Handschellenflügel, zum doppelten Handschellenflügel. Dieser ist aufgrund der Materialstärke hier auch nur sehr schwer biegbar. Verläuft hier etwas dicker und verjüngt sich hier leicht, um dann wieder eine kleine Tropfenform auszubilden. Und hier am Ende haben wir auf beiden Seiten entsprechend dann den Niet. Und dieser ist auch auf beiden Seiten erhaben. Wir sehen hier, wenn wir durchs Licht schauen, dann auch, wie der Niet hier hindurchläuft. Dort haben wir leicht Spiel. Kommen wir nun einmal zum Geräusch der Fußschelle. Wir hören einen sehr hellen, bestimmten Ton von der Schlossfalle. Ansonsten haben wir bei der Fußschelle hier auf beiden Seiten entsprechend eine Führungsrille. Diese Führungsrille läuft hier durch diese Einnutung. Diese ist auch auf beiden Seiten zu finden. Wir können das hier nochmal sehen, wenn wir hier durchschauen. Dort haben wir auf beiden Seiten dann diese Führungen, um ein Aufziehen der Fußschelle zu verhindern. Ansonsten haben wir hier die Zahnstange. Diese ist sehr schön abgerundet, also es besteht keinerlei Verletzungsgefahr. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 Zähne für 16 Schließpositionen. Wobei die größtmögliche diese hier ist. Dort haben wir 9,5 cm. Und die kleinstmögliche diese hier. Und dort haben wir exakt 7 cm. Weiterhin haben wir hier eine Schlossfalle. Hier sehen wir es im Licht ganz gut. Also eine einzige Schlossfalle mit 3 Zähnen. Und diese ist hier für den sicheren Zuhalt der Fußschelle verantwortlich. Weiterhin haben wir hier einen Standard-Handschellenschlüssel mit einem normal ausgeprägten Schlüsselkörper für sichere Führung des Schlüssels. Hier ein Zulauf auf rund und hier eine runde Einbohrung am Ende des Schlüssels für den Dorn hier im Schlüsselloch. Und hier einen einfachen Schlüsselbart. Am anderen Ende haben wir hier einen Dorn zum Setzen des Double Locks. Der Double Lock wird bei diesen Fußschellen hier auf der Unterseite gesetzt. Hier haben wir eine kleine Vertiefung. Darin sitzt ein Pin. Und wenn wir mit diesem Dorn des Schlüssels hier diesen Pin in das Fußschelleninnere drücken, dann ist sie gedoublelockt, hat also nur noch sehr minimal Spiel und kann nicht versehentlich weiter geschlossen werden. Auf der anderen Seite ebenso, Double Lock gesetzt. Um den Double Lock wieder zu lösen, um die Handschelle zu öffnen, setzen wir hier den Fußschellenschlüssel ein, können dann mit einer Drehung hier Richtung Kette, wir merken hier jetzt schon einen Widerstand, den Double Lock lösen. Hier kam er heraus. Dann ist die Fußschelle wieder durchrastbar und drehen wir den Schlüssel in die andere Richtung, also in Richtung Fuß, merken wir hier einen Widerstand und dann können wir die Fußschelle frei bewegen und auch öffnen. Ebenso natürlich auch die andere Seite. Schlüssel einsetzen, hier in Richtung Kette drehen, dann kommt der Double Lock heraus. Fußschelle wieder frei. Drehen wir in die andere Richtung. Dann befreien wir hier den Fußschellenbügel und können diese öffnen. Alles in allem ein sehr schönes, wertiges Modell und auch hier mit dem dicken Material sehr sicher anmutend. Wir kommen nun noch zum Gewicht der Fußschelle. Und hier haben wir 592 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.